Chirurg während einer Hirn-OP in Wuppertal. Ein Polizeiarzt im Einsatz auf einer Neonazi-Demo in Lübeck. Eine Historikerin an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Ein dänischer Kapitän im Ruhestand. Und ein Journalist aus Kopenhagen. Sie verbindet eine Geschichte, die mehr als 30 Jahre alt ist. Sie spielt sich auf der Ostsee ab. 55 Grad Nord und 14 Grad West. 14. September 1979. Insel Rügen. Zwei Studenten fliehen aus der DDR. Über die Ostsee. Im Schlauchboot. Jeden Moment können Grenzer sie entdecken. Wir waren so damit beschäftigt, dass die Aktion startet, dass das losgehen kann. Ja? Dass wir also gar keine Angst mit Scheppern und gar nicht hatten. Da fällt mal eine Schraube runter, das klappert. Und dann kam der spannende Augenblick, als wir dieses Boot mit Luft füllten und dann dieser laut schnarrende Blasebalg. Den hätte man auf dem ganzen Zeltplatz hören müssen, habe ich mir gedacht. Wir immer wieder aus dem Zelt heraus, hört jemand was, war keiner da, bis wir es endlich aufgeblasen hatten. Wir haben dieses Boot beladen mit 40 Liter Benzin, mit dem Motor, der so über 50 Kilo wiegt, ja, gar nicht hochgekriegt. Das war unglaublich. Wir mussten das also nochmal trennen, den Motor vom Boot, das mit Boot rein. Ja, und dann habe ich so mehr oder weniger den Motor da reingeschleppt und den angehangen ans Boot. Es ist ein russischer Motor. Ein Moskwa 25 PS. Zuverlässig, schnell und laut. Der Motor sprang auch sofort an und dann ging das Licht an. Und dann waren wir in den Scheinwerfergeckeln drin. Das war wirklich ein richtiger Schreck. Ich habe dann sofort das Heck gegen die Scheinwerfer gedreht, weil der Motor, den hatte ich schwarz gestrichen, damit man ihn da möglichst wenig sieht. Der Scheinwerfer ging rüber übers Boot und dann war das nachher erledigt. Das Licht ging dann auch wieder aus und wir sind dann gefahren. Sind gefahren und kamen dann letztendlich auf die freie See. Und da nahm dann das Drama so seinen Lauf. 6 Jahre vorher. Horst Michael Schulz und Bertram Kaden wollen Arzt werden. Die beiden landen in Greifswald in derselben Seminargruppe. Wir kamen in Greifswald an. Es war die Immatrikulation, die förmliche. Und danach fanden sich kleine Gruppen zusammen und wir gingen dann zusammen in Richtung Markt. Und waren in einer Gaststätte und kamen so weiterhin ins Gespräch und tja, ein Herz und eine Seele. Da wir nun einen Großteil unserer Freizeit in Greifswald miteinander verbrachten, ja, nicht nur die sportliche Betätigung beim Rudern, sondern auch die Nachmittage, wenn wir an den Strand fuhren, hat sich dieses Vertrauensverhältnis einfach ausgebildet. Schätzen tue ich die Zuverlässigkeit. Und auch in seiner Einstellung sehr geradlinig. Das war eine Freundschaft, die sich so nach und nach entwickelt hat. Und wir verstanden uns natürlich auch zunehmend dann, was das Verhältnis jetzt zu dem kommunistischen Vaterland anbelangte. Im Grunde war es die Mauer letztendlich. Ja. Das Eingesperrtsein, dass man immer wieder an irgendwelche Grenzen stieß, durch die man hindurch durfte. Nachher mit den Reisen in den Osten haben wir natürlich versucht, die Grenzen so weit zu ziehen, wie es nur irgendwie ging mit freiem Reisen. Und irgendwann fragte er dann mal, er ahnte das ja schon, man ahnte das ja, ob ich nun den Rest des Lebens in der DDR verbringen möchte. Dann hat er mich mit großen Augen angeguckt, weil sowas wurde eigentlich ja nicht besprochen. Und da sagte er, nein. Na ja, sagte er, dann müssen wir irgendwie einen Weg finden. Über die Ostsee wollen sie nach Ystad in Schweden türmen. Wir waren der Meinung, dass wir mit diesem Schlauchboot jeglichen Wetterunbilden trotzen können. Ja.
Es war ein Irrtum. Dieser Wind, der Nordwestwind, der da aufkam, Windstärke 8, hat uns um ein Haar ins nasse Grab befördert, weil jede Welle über das Boot wegschlug und das Boot dann voll Wasser lief. Es war alles nass und es war ja schon sehr kalt im September. Horst Michael wurde gegen ihn zu kam in so eine Agonie. Ja, der saß da und ich sah der Schöpf aus. Ja? Und mir ging nun durch den Kopf in dieser Situation, wenn ich jetzt ins Wasser falle, dann tue ich hier keinen Schwimmzug mehr, dann ist das Drama zu Ende und fertig. Und dann sagte er, er ist erstaunt und freut sich, dass ich nicht zur Staatssicherheit gehöre. Mich, dann hättest du mich nicht vom Strand losfahren lassen, dann hättest du gesagt, halt, das war's für sie oder für dich. Da habe ich gesagt, ich sage, Horst, du spinnst. Ja. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Wir hätten das bis Istanbul nicht geschafft, das wäre schief gegangen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen abbrechen. Es geht nicht anders, wir müssen zurück. Dieser Entschluss war natürlich bitter. Der war bitter. Weil wir dann zu, also ich habe zu 99% vermutet, jetzt geht's in den Knast. Und kamen an fast der gleichen Stelle am Strand raus, wo wir reingegangen sind. Nur wir waren schon so körperlich geschwächt, so fertig, dass wir den Motor früh um 4 über den Zeltplatz getragen haben. Auf dem Zeltplatz war nichts zu hören, außer ein paar Schnarchern in anderen Zelten. Aber es hatte offensichtlich keiner gemerkt. Das war natürlich für mich beeindruckend. Ja, so, und wie geht's weiter? Das Zeug ins Auto eingeladen und der Geist soll zurückgefahren. Die Ostsee. Insgesamt wagen mehr als 6.500 Menschen den Fluchtversuch über das Meer. In der Nacht des 14. September sind die Studenten nicht allein auf dem Wasser. In derselben Nacht haben zwei junge Familien versucht, über die Ostsee zu flüchten. Ein Pärchen hatte ein kleines Kind schon dabei, die zweijährige Ines. Aber was sie eben nicht wussten, war, dass ein Sturmtief im Anmarsch war. Und so sind sie dann mit ihren Faltbooten mitten auf der Ostsee gekentert und sie sind alle ertrunken. Das Zentralinstitut für Diabetes in Karlsburg. Horst Michael Schulz ist inzwischen Arzt. Die Klinik bei Greifswald ist sein neuer Arbeitsplatz. Der Fluchtversuch ist gerade gescheitert, bleibt aber unentdeckt. Karlsburg war eine 800-Seelen-Gemeinde und 500 arbeiten in dieser Klinik. Also das war mir dann doch zu klein. Ich hätte ein Haus haben können und alles, aber das war nicht mein Sinn. Karlsburg soll die Überlegenheit der sozialistischen Medizin beweisen. Ich musste natürlich alles mitmachen, ich musste mit der Promotionsarbeit beginnen, wir mussten im Rahmen dieser Promotion das Parteilehrjahr mitmachen. Also das war, empfand ich eigentlich als sehr schrecklich. Das Ziel war weiterhin vor Augen, hier musst du irgendwie weg. Bertram Kaden bleibt an der Uniklinik Greifswald. Er entscheidet sich für die Neurochirurgie. Er ist Assistenzarzt und seine Vorgesetzten trauen ihm viel zu. Der Fluchtgedanke war sicherlich noch da, aber die Arbeit bei meinem Chef, Professor Lang, ja, war wirklich recht gut, recht gut. Ich habe dann zu ihm gesagt, pass auf Bertram, wenn du nicht mehr möchtest, dann musst du mich aber weiterhin unterstützen, du bist eingeweiht. Horst dachte dann, dass mich der Mut verlassen hätte. Das war aber nicht so. Ich hatte nur keine traute mir, das Gleiche nochmal zu erleben wie vorher. Sag ich, dann musst du mich da hinbringen, ins Wasser geben, Schubs geben und sagen, gut, Schulz, dann fahr man ab. Er wollte den Fluchtversuch dann nochmal wiederholen, Silvester bei 2 Grad Wasser und, weiß ich, 4 Grad Wasser und 3 Grad draußen. Also da, für diese Aktionen war ich da nicht mehr so zu haben. Ja. Und da hat es dann bei ihm Klick gemacht. Und er sagte, sag mal, bist du verrückt, Schulz? Ich bleib hier und höre dann, dass du das geschafft hast, kommt überhaupt nicht in Frage. Das kann man nicht machen. Wenn man sowas geplant hat, dann müssen wir das gemeinsam wieder machen. Das geht gar nicht anders. Und ich wollte ja nach wie vor auch weg. Und dann kamen wir so nach und nach wieder dazu und wir haben uns dann überlegt, dass wir an so einer Stelle wie in Glove unter diesem Stress nicht nochmal ablegen wollten. Weil diese Erinnerung noch an den quietschenden Blasebalg, das steckte mir noch tief in den Knochen. Ihren zweiten Versuch planen sie besser. Sie machen Testfahrten, beobachten das Wetter. Nur, wo und wie das Schlauchboot ins Wasser kriegen? Die Strände werden nach Einbruch der Dunkelheit zum Sperrgebiet.
Wir haben die Grenze abgefahren, alle möglichen Punkte haben wir uns ausgesucht und haben überlegt, geht es hier, geht es da. Also es liefen Soldaten am Strand und es liefen auch Soldaten in zweiter Linie oberhalb der Küste. Je weiter östlich, umso geringer war die Bewachung. Die Grenztruppen konzentrieren ihren Blick auf die Lübecker Bucht wegen der Nähe zur BRD. Ja, insgesamt konnte man natürlich die Ostseeküste nicht direkt einmauern, wie man das mit Berlin gemacht hat. Auf See waren 34 hochseeminensuchende Räumschiffe und Grenzboote im Einsatz. Dann hat man natürlich die Patrouillen, die Posten am Strand gehabt. Also die Gefahr war schon enorm groß, da auch entdeckt zu werden. Mit dem Gefängnis haben wir zumindest festgerechnet. 50% haben wir gerechnet damit, dass es auch schief geht und die Sache entdeckt wird. Es ist ein dichtes Überwachungsnetz, mit dem die Grenztruppen die Ostsee überziehen. Die beiden Ärzte glauben trotzdem an eine, an ihre Lücke. Von anderen Kommilitonen, die selber bei der Marine waren, habe ich auch gehört, dass auf Flüchtlinge nicht geschossen wurde. Weil Flüchtlinge auf dem Wasser wurden gerettet, auch gegen ihren Willen, aber es wurde nicht geschossen. Das war natürlich ein Irrtum. Auch hier an der Grenze wurde geschossen. Von zwei Fällen ist mir bekannt, dass sie auch dadurch zu Tode gekommen sind. Mit dem Motor. 12. Juli 1980. Ein Sonnabend. Mitten am Tag bauen zwei junge Männer am Strand ein Schlauchboot auf. Seelenruhig. In aller Öffentlichkeit. Dieses Mal wollen sie vom Greifswalder Bodden starten. So, Doc. Ich hatte die Genehmigung, hier zu fahren. So, mit dem ganz normalen Sportbootführerschein, da durfte man damals hier auf den Bodden unterwegs sein. Nur eben nicht auf die Ostsee raus. Und hier haben wir uns gedacht, wenn die Leute zugucken, dann geht auch die Brisanz aus der Situation heraus. Besser war das, wenn man ganz in Ruhe aufbauen konnte, macht man auch weniger Fehler. Und von den Seglern kannte ich eben diese stillgelegten Bohrinselplattformen. Da hatte ich mir dann so ausgedacht, da könnte man noch in Ruhe dann auf die Dunkelheit warten und von da aus starten. Sie tun nichts Verbotenes. Sie machen einen Ausflug, wie so viele im Sommer. Bertram trägt einen Neoprenanzug, Horst Michael hat sich eine Schwimmweste besorgt. So fühlen sie sich gewappnet. Sie steuern ihr Zwischenziel an. Die Plattform ist schon militärisches Sperrgebiet. Deshalb traut sich niemand ran. Vom Ufer aus ist das kleine Schlauchboot nicht mehr zu sehen. Boss, ich bin oben! Wir saßen da oben, das Wetter war relativ schön, tranken da noch ein Bier. Es wurde dunkel und wir sahen den Leuchtturm der Greifswalder Eu. Wir hatten im Radio mit dem Wetterbericht gehört und haben uns so dann auf um 11 geeinigt, auf 23 Uhr, dass wir losfahren da. Als wir dann im Boot saßen, haben wir den Leuchtturm der Greifswalder Eu nicht mehr gesehen. Das war das Problem der Erdkrümmung. Und dadurch, dass die Nacht so klar war, sah man auch keinen Lichtschein. Dann sind wir ein bisschen vom Kurs abgekommen, sind aber dann relativ zielgerichtet Richtung Greifswalder Eu gefahren. Dann wussten wir, okay, jetzt geht's los. Die beiden wollen, wie so viele DDR-Flüchtlinge, auf die dänische Insel Bornholm. Diese Fluchtversuche kennt der Journalist Jesper Clemensen nur vom Hörensagen. Die Medien berichten nur knapp über die Dramen auf der Ostsee. Für uns war es so eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben Verbindungen mit Westdeutschland und die DDR war etwas ganz Geschlossenes. Fast 200 DDR-Flüchtlinge sind auf der Ostsee ums Leben gekommen. Dass es nicht noch mehr waren, hat auch mit dänischen Seeleuten zu tun. Darüber schreibt er ein Buch. Es gibt
verschiedene Fälle, wo dänische Matrosen und Kapitäne Flüchtlinge auf mitten der Meer gerettet haben. Da konnten die Matrosen und die Kapitäne von der Fähre über das nicht sprechen. Das dürften sie nicht. Damals hätte Dänemark eigentlich gute Handelsverbindungen mit der DDR. Und vielleicht wollte man nicht also offiziell so viel über das reden, weil wir wollten das gute Handelsfreundschaft behalten. Bornholm ist für die beiden weit weg, mehr als 200 Kilometer. Dadurch, dass die Ostsee im Schnitt nur so 40 Meter tief ist, sind die Ostseewellen hässlich. Die sind sehr kurz und das schlägt. Ja? Wir haben zum Teil mit dem Boot Sprünge gemacht, wenn die Schraube in der Luft drehte. Ich höre das immer, wenn die in der Motor aufheult und dann wieder reingesetzt aufs Wasser. Durch diese Sprünge hat es das Boot auch beschädigt. Die Längsholme waren beide gebrochen vor. Und Horst Michel saß auf dem 20-Liter-Kanister, der war eingedellt von den Sprüngen. Da sind wir hoch und dann wieder da drauf geflogen. Ich habe das ja gesehen. Wobei ich nur auf dem rechten Schlauch saß und da ein schiefes Genick bekam, weil ich dann immer nach rechts geguckt habe und hier in der linken Hand den Motor hatte. Wir sind dann immer entlang der Küste gefahren und es ging zu auf Sassnitz. Wir sahen dann in der Ferne eine Fischfangflotte. Wir lasen dann Sassnitz da dran, da haben wir einen großen Bogen um die gemacht. Ja, die wollten wir ja auch nicht gerade kontaktieren. Als das Land hinter uns so langsam verschwand, haben wir gesagt, eigentlich war es so gut wie geschafft, so innerlich. Da tauchte aus dem Nebel die Robin Hood auf, dieses Fahrgastschiff. Und da hatten wir vorher in der Zeitung immer gelesen, die Fähren sind ganz scharf drauf, Flüchtlinge aufzunehmen. Und haben da ein ganz gefährliches Manöver gemacht, nämlich wir sind vor dem Bug der Fähre vorbeigefahren. Das ist unglaublich, ja, wenn man dann so ein großes Schiff mit so einer Nussschale vom Bug überfährt. Das ist riesig. Ja. Die fuhren dann an uns vorbei, winkten, aber hielten nicht. Ja, fuhren dann später, als sie auf dem Weg nach Stettin waren. Oder nach Danzig, ich weiß nicht mehr genau. Ja, jedenfalls war es ganz gut, dass die nicht hielten, denn nach Danzig wollten wir nicht gerade. Wir haben dann was ganz Gefährliches gemacht. Für Osttechnik was ganz Gefährliches. Wir haben den Motor ausgemacht und haben eine Pause eingelegt. Schulz fragte mich dann, er sagte, kannst du dir vorstellen, wie tief es hier ist? Ich sage, halt die Klappe. Ich will doch jetzt hier nicht schwimmen gehen. Ne? Ja, so ein grünlich, brillant grünes Wasser und dann wieder mit dem Schiff da drauf nichts zu sehen. Das war schon beeindruckend. Wir haben da, glaube ich, sogar noch was gegessen. Es geht einem dann schon so Gedanken durch den Kopf, wie bist du aufgewachsen, wie ging es nachher weiter, wie war zum Beispiel auch die Soldatenzeit, was hat man da erlebt und dann eben die Studentenzeit. Wie kriegt man die Sache jetzt weiter? Haben wir noch genug Benzin? Das ist mir durch den Kopf gegangen. Weniger so die Zukunft oder irgendwas. Dazu hatten wir überhaupt keine Zeit. Man ist Akteur. Ne? Naja, wir waren dann fertig und haben dann gesagt, auf geht's. Und beim ersten Anziehen sprang der Motor auch gleich wieder an. Und sind gefahren und gefahren und sahen dann nachher einen Kutter. Einen grauen Fischerkutter. Mit einer großen weißen Nummer auf der Seite. MHV 75. Wir haben gesagt, Bertram, lass uns das beenden. Land ist nicht zu sehen. Lass uns da mal hinfahren. Sie kamen und sie waren da plötzlich auf die Seite von unserem Schiff. Aus der Kajüte heraus guckte ein freundlicher, älterer Herr mit Bart und Pfeife. Und ich sagte immer, das muss ein Däne sein, so stelle ich mir einen Dänen vor. Und er sagte dann, was wünschen Sie bitte? Ich sagte immer so, der ist komisch. Was werden wir ja wohl wünschen, wenn auf der Ostsee? Ja? Ich sage, wir wollen in die Westen, du kommst aus der DDR. Ah ja, sagte der. Haben Sie denn Unterlagen, Papiere? Haben wir den Ausweis ihm gegeben und dann verschwand der. Und dann passierte lange Zeit nichts. Die funken nun da hin und her. Und ich habe immer versucht, den Kahn da von der Bordwand wegzuhalten, weil da guckten da so ein paar Nieten oder Nägel raus. Ja?
Der Kahn ging hoch, ging runter, immer so im Wechsel. Horst Michael hielt das eine Weile durch. Und dann hatte ich so eine Flasche Kirsch-Whisky. Da habe ich mir gedacht, gegen Seekrankheit hilft letztendlich nur Alkohol. Dann habe ich diese Flasche Kirsch-Whisky so nach und nach ausgetrunken. Das waren ja nur so Halb-Liter-Flaschen. Und dann erbrach er ohne Wirken. Ja. Der war so seekrank, das war eine Katastrophe. Und ich hatte natürlich zu tun, den Kahn wegzuhalten. Und dann habe ich den gefragt. Ich sage, jetzt reicht's mir langsam. Ja. Wenn Sie hier nicht bald eine Entscheidung treffen, fahren wir weiter. Plötzlich waren die Gesichter freundlich und sagten, ja, sofort, kommt jetzt an Bord. Ich wollte da hoch an Bord klettern, nee, sagten die, kranker zuerst. Also da war den Horst in so eine Tauente gehangen, in so eine Schlinge und dann an Bord hoch. Und dann das ganze Gerümpel aus dem Boot. Naja, und dann haben wir das aufgeladen dort und waren dann an Bord oben. Und waren, müde und kalt. Und sie haben uns dann Teppiche umgeworfen, das ist wohl die Bezeichnung für Decke bei den Dänen. Dabei war uns nicht kalt, das war auch ein schöner Sommertag letztendlich, aber sie hatten jetzt so das Gefühl, sie müssten uns retten. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen Schnaps gegeben. Tee haben wir zu trinken bekommen, aber nichts von dem schönen Whisky. Ne? Sie waren sehr froh. Sehr, sehr froh. Doch, sehr froh. Ich habe mich unheimlich gefreut. Ich dachte, du, wir haben es geschafft. Für Bertram stellte sich das ganz anders dar. Also dort ist meine Fassung so ein bisschen da verloren gegangen, als wir dann auf dänischem Hoheitsgebiet waren an Bord. Er brach dann völlig in Tränen aus und schluchzte, so wie ich das noch nie gesehen hatte. Das war eben eine andere Reaktion auf die Entlastung letztendlich, dass es zu Ende war. Der Fischkutter nimmt Kurs auf Rönne, den größten Hafen Bornholms. 8 Stunden hat es gedauert bis zur Freiheit hinterm Horizont. Im zweiten Anlauf ist die Flucht von Horst Michael Schulz und Bertram Kaden geglückt. Am Hafenbecken werden die beiden bereits erwartet. Von der Polizei. Die erste Nacht in Freiheit verbringen sie dort, wo sie nie hin wollten. Im Knast. Das war schon ein komisches Gefühl. Von vorne dann am Tresen zu stehen und sagt, packen Sie mal Ihre Taschen aus. Und dann Taschenmesser raus, Papiere raus, alles raus. Das war schon so ein bisschen entwürdigend. Ne? Für den ersten Tag in Freiheit fand ich das entwürdigend. Da die alle extrem nett waren, hat wohl keine Bedenken, dass wir hier nur länger drin verweilen müssen als diese eine Nacht. Ich meine, diese Begründung, dass Bornholm überlastet ist mit Touristen und deswegen kein Hotelplatz ist, war so ein bisschen fadenscheinig. Das war uns schon klar. Wir waren so kaputt, dass wir dann einfach eingeschlafen sind. Dann kam schon so ein bisschen, ich will nicht sagen der Zusammenbruch, aber die Erschöpfungsphase. Ja. Bei mir. Ja, nächsten Morgen war das aber an sich schon wieder ganz gut. Da gab es Frühstück und Dusche und die Ankündigung, nach Kopenhagen geflogen zu werden. Vom Flughafen geht es im Gefängnistransporter durch die dänische Hauptstadt. Die Flucht von Horst Michael Schulz und Bertram Kaden beschäftigt mittlerweile die dänischen Behörden. Und wurden dort ja letztendlich erstmal der Fremdenpolizei übergeben und hatten dann Kontakte zu diesen Geheimdiensten. Ja, und die stellten an sich Fragen, die so ein bisschen der Kontrolle unserer Person dienten. Indem sie so einen Block vor sich liegen hatten, der eine. Und dann hob er mal das Blatt, las die Frage vor und hakte dann auf diesem Blatt ab, ob denn meine Frage wohl richtig beantwortet ist oder nicht. Sehr viel Neues konnten wir denn sicher nicht erzählen. Die wollten wissen, wo ein paar Radargeräte standen da am Ufer. Oder das waren alles nur also Binsenweisheiten, ja. Wir haben von denen, jetzt weiß ich die Summe nicht mehr genau, so viel Geld gekriegt, dass sie uns nach Deutschland abschieben.
Bertram Kaden und Horst Michael Schulz gehen nach West-Berlin und reisen. Erst durch die BRD, dann in die Welt. Später trennen sich ihre Wege. Bertram bleibt in Berlin, Horst Michael zieht nach Bielefeld. Während sie sich ihr Leben aufbauen, hat ihre Flucht zu Hause Konsequenzen. Meine Ehefrau wusste von der Flucht. Das hatte ich ihr natürlich gesagt. Sie wollte aber sich dieser Gefahr nicht aussetzen. Meine Geschwister wussten von nichts. Meine Eltern wussten von nichts. Mir war klar, dass sie aufgesucht werden, befragt werden dazu. Aber sie konnten ja nichts berichten. Sie hat einige Tage in Rostock verbracht oder so befragt worden. Sie ist dann aber nach 14 Tagen, 3 Wochen rausgelassen worden. Ich habe sie dann schon materiell vor allen Dingen unterstützt, auch viel telefoniert, ja, zumindest in den ersten 2 Jahren. Also, dass der Kontakt schon da war. Aber das verlief sich dann einfach irgendwie. Also meine Geschwister selber sind überhaupt nicht behelligt worden von der Staatssicherheit, sondern nur mein Vater ist befragt worden. Aber mein Vater ist ja auch letztendlich der, der die Flucht auch gemeldet hat. Und er hatte seine beiden Schwestern in Schleswig-Holstein wohnen und durfte 3 Jahre nicht reisen. Das hat er mir schwer übel genommen. Also meine Mutter hat da mit nichts in den Berg gehalten. Mit gar nichts. Und das muss ich sagen, sie hatten keinerlei Nachteile dadurch. Die Freundin hat auch nichts gewusst davon. Die hatte ich mal befragt, weil ich hatte mich vorher von einem anderen Verhältnis gelöst, weil ich ja weg wollte. Und hatte jetzt eine neue Freundin so im Mai kennengelernt. Und so im Gespräch habe ich mal gefragt, Mensch, willst du die ganze Zeit in der DDR bleiben oder könntest du dir das mal vorstellen, auch später mal wegzugehen? Und da sagte sie, ach, irgendwann werde ich sicherlich auch mal einen Ausreiseantrag stellen. Mein kleines Leben hier in Greifswald war so schön und nett und plötzlich bricht da so eine Welle über mich herein. Das hätte ich nicht erwartet. Sie war ja eine ganz starke und war ja eine starke Persönlichkeit. Insofern habe ich schon geglaubt, dass sie das durchhalten wird. 1982 haben wir uns in Prag getroffen, 2 Jahre später. Und ja, als ich von Prag aus wieder nach Hause gefahren bin, nach Berlin, war ich schwanger. Es war eine Situation, mit der musste ich mich vertraut machen. Aber mir war eins klar, das Kind, das bleibt. Und dann schlug er mir vor, dass wir uns in der Bernauer Straße treffen. Und ich sollte tatsächlich das Kind an der Grenze hochhalten. Tränen überströmt bin ich wieder nach Hause gefahren, weil ich das alles ganz furchtbar fand. Und daraufhin haben wir gesagt, wir versuchen es. Und ich wollte dann letztendlich ja auch die DDR verlassen. Es gab dann auch gar kein Zurück mehr. Solange ich in der DDR gewohnt hatte, wollte ich eigentlich überhaupt keine Familie. Aber unter diesen Umständen ist das eigentlich die Basis meines Lebens. Mein Freund. Hallo. Ja. Der Geschichte mit Horst und Bertram war für mich so das erste große Geschichte, die ich gemacht habe. Also eine schon symbolhafte Geschichte, die sicherlich auch Schule gemacht hat. Es war eine fantastische Geschichte. Das war es doch. Eine fantastische Geschichte. Und wie? Ja, ja, das ist ja authentisch letztendlich. Ja, das ist ja genau das, was wir da erlebt haben. Das war schon zum Teil schon ganz interessant. Erst auf Hawaii ist Horst Michael Schulz überzeugt, die Erde ist eine Kugel. Bertram Kaden hat den Traum von großen Reisen Traum sein lassen. Er fährt öfter mal in die Alpen. Horst Michael liebt die Ferne, Bertram sein Motorrad und Skandinavien. Ob nah oder fern, ihr Reisehunger ist geblieben und eine lebenslange Freundschaft. Dafür haben sie schließlich eine waghalsige Reise auf sich genommen.